Ein ganz, ganz hartes, enges Duell sollte es werden zwischen dem Tabellenzweiten, dem TTC Zugbrücke Grenzau und dem ersten FC Saarbrücken Tischtennis im Westerwald. Fast 500 Fans anwesend. Klasse Stimmung und im ersten Einzel André Gacina. Früher auch schon mal in Saarbrücken aktiv gegen Thiago Apollonia. Und er wollte hier den ersten Big Point landen und das schafft er auch. Gacina bringt da die Westerwälder mit 1:0 in Führung. Danach dann das Duell zwischen Masaki Yoshida und Adrian Matne, eine heiße Partie. Nicht zuletzt wegen dieser Rallye hier, schauen Sie mal, hört überhaupt nicht mehr auf, erst dann verzieht am Ende Matne, der Franzose, und Yoshida macht den Punkt. Auch hier ging es richtig lange bis in den vierten Satz, dann hatte aber Yoshida eine ganze Reihe an Matchbällen. Und schafft es zur Pause dann die 2:0-Führung für Grenzau. Aber Saarbrücken wollte sich damit natürlich nicht abfinden. Im dritten Einzel dann Bojan Tokic, der Routinier, gegen Jonathan Groth. Und auch da ging es über 5 Sätze. Letztlich aber die Erfahrung dann vorne. Da sinkt Tokic sogar auf die Knie und freut sich, betet den Himmel. Also 1:2 der Anschluss an dieser Stelle. Und danach dann das Duell zwischen André Gacina und Adrian Matne. Auch hier wieder tolle Ballwechsel von beiden Spielern. Er schafft dann Gacina am Ende Matne auszuplatzieren und er macht den Arm zwar noch ganz, ganz lang, aber es reicht dann eben nicht mehr. 5. Satz, Matchbälle für André Gacina. Und dann der Jubel. Ja, ich glaube, es geht ihm immer noch gut. Was ein Schrei. André Gacina sorgt hier für die Entscheidung. Grenzau gewinnt 3:1 gegen Saarbrücken und bleibt härtester Verfolger von Borussia Düsseldorf.